Hallo und herzlich willkommen zu Darksiders 2. Wir sind im Ausguck der Wache und ich habe gar keine Ahnung, was hier eigentlich Geiles gibt. Ich hoffe mal irgendwie einen geilen Stuff oder sowas. Dass wir hier mal vorankommen und noch krassere Sachen kriegen und die noch besser kaputt machen. Und wir müssen Level 20 werden. Ich will nämlich den geilen Hammer von dem Skelettmongo, den wir in der letzten Folge besiegt haben. Ausrüsten, benutzen. Alter, wo kommt ihr denn jetzt hier alle her? Nee. So aber nicht hier, Freundchen. So nicht. So nicht. Ah, da ist schon wieder so eine schöne Medaille. Hier können wir alles zerlegen. Der Schredder schlägt um sich. Und friert die Gegner ein. Noch eine Fährmannsplakette. Ja, ja, wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich mir auch direkt nochmal so ein geil goldenes Zeug holen. Aber das ist ja leider nicht der Fall. Ach ja, das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge angesprochen haben. Habe ich wieder ganz vergessen in meiner Aufregung. Ich habe ein bisschen das Zimmer umgestellt. Dürfte euch dem einen oder anderen wahrscheinlich schon gestern aufgefallen sein. Ich weiß es nicht. Ja, bin aber noch nicht so ganz zufrieden damit, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier rechts von mir meinen Fernseher. Ja. Und aber ich kann nicht gleichzeitig vom Bett aus Fernsehen gucken und vom Sofa aus. Ich würde gerne beides. Je nachdem, wo ich gerade Bock zu habe. Dann müsste ich aber immer das Sofa verschieben. Ja, das muss ich noch überlegen. Das Bett müsstet ihr auch schon mal im Hintergrund gesehen haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss mal Tine Wittler hier engagieren. Die mal schön mein Zimmer hier aufräumt. Einsatz in vier Wänden. Heute im Spezial mit Pete Smitty J. Da lang, da lang. Und oben. Verdammt, da hätte ich auch hoch. Nein! Da ist ja so ein Ding zum Zerstören. Fuck. Na toll, ich habe mal vorher gesehen. Ich muss doch hier das jetzt auch noch kaputt machen. Kann ich das denn überhaupt so schnell hier? Vor allem, was stehst du denn da so rum? Komm mal runter. Komm. Muss ich dich erst holen? Komm. Hey, hängt er da fest? Hallo. Oh Gott, der arme Junge hängt da fest. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ich habe gerade keinen Bock auf dich. Dann erst hier oben. Hätte ich sowas kaputt gemacht? Ups, nicht da. Lol. Wo war das denn? War das in der Flamme drin? Hab ich gar nicht gesehen. Bumm. Peng. Aber das bringt uns jetzt noch nicht so. Alter, okay, das reicht jetzt aber an Heiltränken. Oh lol. Mal eben einen lilanen Gegenstand. Was geht denn hier? Wie schlecht. Dann greifen wir die doch mal. LOL! Hab mal eben besessene Doppelsensen. Ist klar, Kollegen. Was geht denn hier ab? Was ist das denn? Ja, ich würde sagen, wir haben richtig geilen Stuff gefunden. Sind die denn jetzt besser? Hey, die werden wahrscheinlich auf jeden Fall besser sein, ne? Verbessern! Komm, ich kann die besessene Doppelsense auch opfern. In die besessene Doppelsense, ja, auf jeden. Weg damit. Chance auf Crit-Schaden pro kritischen Treffer. Ja, Crit-Schaden. Wir haben ja schon Reaper-Energie, kritischen Angriff dazu. Definitiv. Wups, Schluck auf. Was war das denn? Huch! Der brutale Mann, ne. Opfern. Noch mehr Chance auf Crit. Hm.
Frostschaden wäre, glaube ich, ganz cool. Gucken wir, was wir noch so Feines da kriegen. Da haben wir nur Scheiße gefunden. Verdammt. Mal eben gucken. Habe ich das schon... Oh, habe ich das gerade schon benutzt? Ah, ne, Moment, das ist hier der... Der Schu... Ne. Auf jeden Fall Verteidigung. Und kritischer Schaden noch dazu. Auf jeden. Weg da definitiv nicht behalten. Okay, dann können wir weitermachen. Ne, falsche Taste. Opfern! Verteidigung? Ne, bestimmt nicht. Kraft, Magie, Frostschaden. Na, Kraft ist gut. Wofür ist überhaupt Kraft? Zum Wegschubsen oder sowas von den Gegnern? Ich weiß es nicht. Sehr gut. So, Chance auf kritischen Schaden oder mehr Kraft? Dann eher den Schaden. Und nochmal verbessern. Mit dem Rest. Ha! Und noch mehr Chance auf Crit. Geil. Ja, die sind jetzt natürlich besser. Hammer fett. Ja, damit haben wir, hat sich das doch schon hier definitiv gelohnt, hier reinzugehen. Schön stärkere Sensen. Bin ich eigentlich so mega lacker oder wie kann das sein? Wie komme ich denn da jetzt rüber? Gute Frage. Irgendwie. Wahrscheinlich explodiert das Ding gleich, oder? Vielleicht hat es getroffen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Verdammt, wie geht denn das? Scheiße. Was haben wir das denn? Okay, nicht, dass ich das nicht trotzdem schon hier gelohnt hätte, aber... Irgendwie... Wie kommt man denn da dran? Ha. Hier durch? Nee. So, vielleicht muss ich das hier greifen. Nein! Verdammt. Ich hab keine Ahnung. Ich finde ja schon mal geil, dass der eigentlich von außen gesehen der Wand entlang. Also, weißt du, von der Zentrifugalkraft müsste der eigentlich voll rausfliegen. Aber der Tod kann das. Nein! Oh. Naja, aber so weit kann ich auch nicht greifen. Das bringt ja dann auch nichts. Und da hinwerfen. Oh. Na, da komme ich auch nicht dran. Geh kaputt! Damned. Tja. Da habe ich ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie ich da rankomme. Ups. Ich kann ja auch nicht irgendwie so um die Ecke werfen. Ich weiß nicht. Also ich kann ich hier irgendwie, muss ich jetzt hier oben reinwerfen, so oder was? Ne, so kann er auch gar nicht werfen. Ha! Ach verdammt. Tja. Explodiert das Ding eigentlich irgendwann auch noch? Nee. Das hat definitiv nicht getroffen. Okay, ich meine, wenn das Ding nicht explodiert, ist natürlich cool, aber das hilft mir dann immer noch nicht, weil ich nicht darüber komme. Ja, dann, vielleicht habt ihr Ahnung. Ich lese mir natürlich immer die Kommentare durch. Hätte ich das jetzt schon machen können oder nicht? Weil wenn nicht,
halte ich ja hier länger noch mehr auf. Wenn ich natürlich drei Resette machen könnte, dann werde ich das mal dann in den nächsten Folgen abchecken. Schreibt mal rein, für die, die es schon durchgespielt haben. Das wäre echt nice. Wir gehen jetzt hier erstmal raus mit geilen neuen Sensen. Also gelohnt hat sich's trotzdem, würde ich sagen. Hui. So. Jetzt sind wir wieder im Schlund. Ich muss alleine gehen. Ne, musst du gar nicht. Ha! 1600er Crit, ja sicher. Geil. Ah, es ist gerade voll hell, ich sehe überhaupt nichts. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, hier vorne direkt zum Grab des Pharisäers. Das ist ja gar nicht so weit weg. Ist hier denn sonst noch irgendwo was? Zeig mir den Weg. Boah! Alter, das geht ja hier dick bergab. Das war ja gerade voll die Finte. Da wäre ja gerade fast über den Abgrund geritten. In den massivsten Death. Dann hätte ich mal hier zum Walking Death werden können, oder Dead. Hier sind überall Walking Dead Skelette, aber keine Zombies. Gehen wir hier rein. Das wird schon passen. So, jetzt kann ich hier rein. Nice. Hat hier aber schön. Alles klar. Was haben wir denn hier Schönes? Im Grab des Pharisäers. Was zum Runterfahren. Hui. Na komm. Wo sind wir denn hier? Geht ganz schön lange runter. Sie wissen das. Achso, wir sind schon. Ne, sind wir noch nicht. Ah, da. Jetzt sind wir im Grab des Pharisäers. Also nochmal. Grab des Pharisäers. Mit Mumien! Nice! Ich laufe ein bisschen dämlich. Aua! Ha! Und du stirbst auch ein bisschen dämlich. Was guckt ihr denn da so rum? Alter, sind die Sensen krass drauf. War nice! Ach, da kann ich gar nichts kaputt machen. Ja, gehen wir hier mal durch. Was sagt uns denn hier so alles? Ist hier ein Fürst zum Erwecken? Oder nicht? Bestimmt. So. Ha! Wirbel, 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 Schnetzel, Schnetzel. Hier kann ich nichts mit anfangen mit solchen komischen Mongo-Laternen, oder? Ne. Nom, nom, nom. Nicht so lange geschlafen heute. Könnte an Guild Wars liegen. Vielleicht. Aber das ist ja auch egal. Okay, hier können wir wieder durch. Können wir aber auch wieder nicht. Da vorne ist was zum Explodieren lassen. Da werfen wir mal wieder um uns, würde ich sagen. So wie gerade. Zack. Aha, eine Truhe schon mal. Einfach mal hier alles zerlegen, was da geht. Lol, das nochmal was? Warum auch immer da unten nochmal was ist. Ich wusste, irgendwie war das seltsam, dieses Teil. Aha. Komm her. Wie kann ich nicht da jetzt hochhauen? Muss ich dich ziehen? Komm her. Verdammt. Nein, das jetzt.
Jetzt habe ich das Teil heruntergezogen. Hä? Ne, das wollen wir ja auch nicht. Komm her. Wie kann ich dich ja da... Hä? Ich kann dich erstmal hier hinstellen, damit ich dann da in die Truhe rankomme. Dann überlege ich mir nochmal was für dich, Säule. Ach so, na toll. Map, map, map. Das hätte auch so gehen können direkt. Warum nicht einfach? Schwer, wenn es auch einfach geht. Kritischer Schaden plus 24, weniger Verteidigung, mehr Erfahrung. Unmöglich. Heilen wir mal. Ich könnte ihn höchstens wegschießen. Aber dafür müsste ich ja auch erstmal da in der Höhe sein. Klar, easy. Peng. Haha. Welch Wunder. Einfach mal nur ein bisschen nachdenken und schon hat man es herausgefunden. Oh Gott, römische Zahlen. Wofür steht denn das? 4? Ich glaube, es ist eine 4. Jetzt müsste ich den Bram fragen. Der nominiert ja seine Trash Knights damit immer so. 4. Hier sind 4 Kristalle und ich höre ein Geräusch zum Abschießen. Da. Ups. Das war die falsche Taste. Hier ist auch eine 4. Muss ich alle 4 gleichzeitig berühren? An dem Moment. Da ist er 4. Hm? 4, 4, 4. Ja, 4. 1. Lol. Bin ich jetzt, ach, ich fahre ich jetzt zu Stockwerk 1 oder was? Aha, das ist ein... Aha. Na toll, jetzt sind wir hier ganz unten. Die gute Nummer 1. Was können wir denn hier Feines jetzt machen? Hier ist eine Tür, wo ich schon mal wieder nicht durch kann. Das ist ja wieder herzallerliebst. Kacke. Das bringt uns schon mal herzlich wenig. Da ist auch nichts. Was ist denn da? Ich muss nächstes Mal echt die Roller wieder runter machen. Da sehe ich ja nichts. Hier ist irgendwo was. Da, hier kann ich hoch. Schwupp. Schwupp. Aha, eine Seite. Ach ja, wir wollten ja noch zu Wulgrim. Da war ja nochmal was. Ja, habe ich auch schon wieder vergessen. Mensch, Jay. Was ist denn hier nur los mit dir? Aber hier ist auch nicht irgendwie ein Weg, der mir irgendwie weiterhelfen kann. Nee. 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 Uah. Nee. Dann nochmal hier. Haben wir hier noch was Feines? Ja, hier kann ich mich entlang hangeln. Ist das schon mal... Oh, da ist was. Was ist denn hier? Aha, eine Fährmannsplakette. Und einen Schalter, den man erstmal reindrücken könnte. Was passiert? Aha. Lol. Am Arsch. Aber das ist jetzt ja fies.
Lol. Huch. Aha, aha, aha. Jetzt geht das runter, dafür das hoch. Können wir hier rüber? Können wir. Ah, nice. Eine Truhe. Eine interessante Truhe. Mit der Verlieskarte. Yes. Können wir eben abchecken, wie groß die Map hier ist. Hier ist nicht mehr so viel. Hier ist noch was. Ist auch was. Ist auch nicht mehr so viel. Ah, geht. So viele Räume sind hier gar nicht mehr. Das geht doch klar. Hier will ich aber gar nicht raus. Ich will ja auch gar nicht gehen. Ich will noch ein bisschen spielen. Aber irgendwie werde ich dafür nicht schnell genug sein. Vielleicht muss ich wieder diesen Chrono-Dingens kriege ich hier vielleicht. Keine Ahnung. Was mit Zeit vielleicht ein bisschen abhängt. LOL! LOL, bin ich... Ach, hier kann ich runterfallen. Aha! Vielleicht ist hier unten noch was. Das habe ich jetzt ja nicht gewusst. Aber außer ein paar Zombie-Schlampen ist ja... Mumien-Schlampen ist ja, glaube ich, nicht so viel, oder? Hm. Tja. Kann man theoretisch... hoch. Aber da haben wir ja nichts von. Nee, irgendwie überhaupt nicht. Hm. Lasst mich darüber! Dent. Tja, planlos, planlos, planlos. Vielleicht kommen wir ja einfach erstmal noch nicht weiter. Würde ich mal einfach sagen, wir checken in der nächsten Folge mal Stockwerk Nummer 2 ab. Haut rein, Leute. Tschüss.